Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Posteo aktiviert und mit KeePass einrichtet. Deshalb wollen wir uns jetzt hier damit beschäftigen, wie ich diesen zweiten Faktor auf mein Android-Handy bekomme. Das Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung schaut ihr euch am besten in meinem letzten Video an und dann könnt ihr hier in dieses Video springen, um zu schauen, wie es dann auf Android geht. Als erstes gehen wir mal in den Play Store von Google. Suche ich mal hier nach Play Store. Und suche jetzt nach der App FreeOTP. Die wird auch hier gleich angezeigt und die installiere ich jetzt. Jetzt gehe ich hier auf Öffnen und sehe, dass kein OTP-Key installiert ist. Jetzt gehe ich am PC, so wie es auch im anderen Video gezeigt ist, auf die Posteo-Webseite, logge mich dort in mein Konto ein, gehe auf Einstellungen und auf Passwort und Sicherheit. Dort habe ich bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nun die Möglichkeit, den geheimen Schlüssel nochmal anzeigen zu lassen. Deshalb muss ich jetzt das Einmalpasswort kopieren und mein richtiges Passwort von Posteo. Da ich das ja im letzten Video schon im KeePass eingerichtet habe, kann ich das einfach von dort kopieren und sage dann geheimen Schlüssel anzeigen. Jetzt bekomme ich einen QR-Code angezeigt und den Code an sich. Fürs Handy ist natürlich der QR-Code interessant, deshalb klicke ich bei FreeOTP jetzt auf diese QR-Code-Funktion und scanne den Code ein und sehe hier schon, dass mein Posteo-Konto hinzugefügt ist. Klicke ich da mal drauf und jetzt ist auch ein Key generiert und der wird sogar ins Clipboard kopiert. Hier sehe ich sogar die Zeit laufen, also echt super praktisch. Jetzt habe ich also auch auf meinem mobilen Gerät das OTP installiert.